Wir nennen uns als Gesamtes die rollende Theaterwerkstatt Fahrwerk Ö. Wir fahren von Bühnenbild zu Bühnenbild, von Platz zu Platz, den wir bespielen werden. Wir empfinden uns als Werkstatt, da wir die Stücke von Grund auf erarbeiten. Und das Ö, das ist ein schöner Schlusspunkt. Heute ist ein mega grosser Tag. Der Anerkennungsbeitrag, der hat eine finanzielle Seite und aber auch eben einfach eine Anerkennungsseite. Und die freut uns fast am allermeisten. Wir sind jetzt seit bald 20 Jahren unterwegs. Und was wir ganz viel hören, ist der Satz. Es ist also noch glatt, so ein bisschen umeinander ziehen und mit Kindern zu töteln. Und wir finden, wir machen doch einiges mehr. Wir machen nämlich engagierte Kulturarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Und dass das jetzt anerkannt worden ist, das freut uns sehr. Wir haben die Premiere von unserem Theater. Niemand ist für immer da, oder? Wir sind dort, ihr seid da. Wir entwickeln die Stücke mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam. Sie lernen keine Texte auswendig, wir machen kein Casting. Wir glauben an große Ressourcen in jedem Kind drin, wenn es diese soll auf die Bühne bringen. Hinter Fahrwerk Ö stecken eigentlich zwei Ideen. Die eine ist, in der Landschaft Theater zu entwickeln, keine Bühnenbilder zu bauen, sondern die fantastischen Bühnenbilder, die Natur oder Industrie brauchen, was immer es ist, bieten, diese zu bespielen. Die zweite Idee ist, dass man während der Zeit einer Produktion eine kleine Lebens- und Produktionsgemeinschaft ist und eigentlich möglichst viel vor Ort zusammen lebt, zusammen isst, zusammen kocht, zusammen da ist, dass es nicht ein Kommen und Gehen gibt, sondern ein intensives Zusammenleben, eigentlich mitten auf der Bühne. Also ich finde es cool, dass es halt so viele Kinder sind und dass eigentlich keine Erwachsenen mitspielen. Ich bewege mich halt gern und ich finde es auch cool, dass wir halt so Akrobatik-Sachen so machen können. Ich habe zuerst denke Theater vor ganz vielen Leuten. Lieber nicht, aber jetzt, wo ich es mache, gefällt es mir eigentlich sehr. Zum einen ist es ein spannendes Abenteuer, bei einer Produktion von 0 auf 100 mit dabei zu sein. Zum anderen glaube ich aber auch, dass es Kinder, Jugendliche stark macht. Du bist so gemein! Gemein!